Ja, und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Mega Man 4. Der Helmut-Boss hier, der macht mir zu schaffen. Ich habe die richtige Waffe, nur das Ausweichen, das ist wieder eine Sache für sich. Ich habe mich nun beruhigt, habe eine etwas längere Pause gemacht bei mir zu Hause und deshalb gehe ich jetzt ganz ruhig an die Sache dran. Ich bin die Ruhe in Person, das merkt man mir oft nicht an, aber das ist so. Also, Helmut, ich mach dich fertig, ja? Ah, Mann. Ausweichen. Okay, zeig dein Gesicht. Ah, verdammt. Ich hab auch doch einen Energietank habe ich. Und spring! Nein! Einmal kann ich noch erwischen. Dann benutze ich den Energietank. Okay, den Energietank verwendet. Ah, jetzt läuft die Uhr, zum Glück. Und verdammt. Und Vorsicht. Warum klappt es jetzt auf einmal? So, verdammt. Okay, ganz ruhig. So. So. Ach, jetzt weiche ich ihm auf einmal aus. Gut. Und, oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Was ist jetzt los? Im letzten Part habe ich mich so abgemüht, den zu erledigen, und jetzt klappt es auf einmal beim ersten Mal. Ich verstehe das Spiel nicht. Echt jetzt. Was ist hier los? Das ist schon das gleiche Spiel. Ich habe jetzt nicht irgendwie was verändert, oder? Nö, ich habe nichts verändert. Meine Einstellung war anders. Ansonsten ist doch bei Donkey Kong war so, wenn ich negativ war, dann hat es geklappt. Aber na gut, ich bin zufrieden. Gut, die vorletzte Wily Stage. Ja. Gute Musik. Okay, was erwartet mich hier? Ich schieße einfach mal. Mal sehen, was. Na klar, ich nehme den erstbesten Weg und was ist? Ne, Sackgasse. Super. Okay, wie mache ich das jetzt? Na. Oh, ganz vorsichtig. Die Starren hat er da sehr schön platziert. Oh nein. Oh, einfach abhauen. Wow. Aber bist auf dem Tank. Komme ich da hin? Das wäre ja grandios, wenn ich da jetzt hinkäme. Ganz vorsichtig. Das kriege ich hin. Jawohl. No. Aber ich hab ihn. Wenn man stirbt, dann behält man den. Ja, das ist gut. Okay. Ich hätte sowieso jetzt nur noch ein Leben, wie ihr gesehen habt. Okay. Alle, ja. Machen wir uns hier mal an die Arbeit. Slide, Baby, slide. Moment, mit dem Ring kann man sie doch schnell auslöschen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Bam. Bam. Was macht denn der da unten? Hä? Der war festgesteckt. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe rechts lang und hoffe, es ist die richtige Wahl. Wie ist die? Oh, die Raube nimmer satt. War das die richtige Wahl? Es war eine gute Wahl. Okay. Naja, genau. Sure. Mit dem Rain Flash kriege ich sie weg. Okay, da haben wir es. Zack. Du willst mir nichts mehr antun, ja? Zweimal und dreimal brauchst du. Jede gute Zahl. Alle guten Sachen sind drei. Gut. Okay, Wasch, das dürfen wir jetzt nicht versauen, ja? Da komme ich wenigstens bis zum. Nein, ausgewählt habe ich schon. Das tut mir leid, Menü. Das brauche ich jetzt nicht weiter. Und hopp. Gut. Jetzt, yes, ich kann nicht runterfallen. Okay, gut. Gut, Mega Man. Ist. Oh, Eddie! Na, was hast du für mich? Geht es vielleicht? Ich probiere mal, ob das geht, wenn ich das Item nicht einsammle. Kommt der nochmal? Oh, der kommt nochmal? Ein Leben. Nehme ich das Leben oder den Energietank? Leben kann ich so auch wieder kriegen. Ich warte, bis ein Energietank rauskommt. Ich bin jetzt so ein geiziger, mir ist gar nichts recht. Los, Energietank her.
Energietank. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt wohl ein Energietank? 1 zu 50 oder so? Ja. Probieren wir einfach mal. Eddie. So. Na, komm. So. Oh, danke, Eddie. Du bist ein Schatz. Für dich gibt's am Valentinstag Rosen und Schokolade. Also jetzt freundschaftlich, jetzt nicht so homo. Hab nichts gegen Homos, aber trotzdem und. Tja. Moment, warte kurz. Wing. Wing war gut. Also der Beyblade, die Kettensäge, da ist es ja kein Beyblade. Oh. Tschüssi. Tja. You have a bad day, I can see it. So. Es läuft gut bisher. Oh nein. Nicht du. Ich hasse dich. Hau ab. Hau ab. Genau. Da komme ich nicht hoch. Ist da oben überhaupt was? Jawoll. So macht man's richtig. Nein. Ah, verdammt, ich hätte ausweichen können. So. Okay. Soundeffekte helfen immer, so um das zu stärken, so machen sie auch die Karate-Kämpfer. What? Na komm. What? Bam. Zack. Dann erwische ich euch nämlich von hier. Ihr geflügelten Biester. Okay. Und die Koi. So. Vielleicht richtig hinstellen. Ah, da sind wieder zwei. Ich nehme mal links. Habe ich wieder die richtige Wahl getroffen? Man hat hier sehr viele Wahlen. Haha. Jawoll. Oh. So. Okay. Ach stimmt, ich kann ja auch aufladen. Das vergesse ich immer. Oh. Hat ja geklappt. Na. Das ist wohl immer so. Wenn es einmal schwierig war, dann wird es im nächsten Part wieder leicht. So. Hä? Es ist so leicht. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass es ist. Da kommt doch was. Ich hab's gewusst. Oh mein Gott. Das läuft gerade so geschmiert, das ist ja... Echt, ist es immer noch Mega Man 4 oder bin ich ja gerade woanders? Okay. Ganz ruhig, Christian. Egal, was jetzt kommt, du schaffst das. Du schaffst das. Du bist hier der Mann im Raum. Ja, ich bin hier auch allein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der... Ah, je. Eine riesige Ballmaschine. Ach, eine Feuerballmaschine. Nein, das bringt nichts. Hoppala. Ei, ach, herrje. Kannst du mal was anderes auswählen? Toad. Nein, das ist es nicht. Twill. Ah. Nee, das ist auch nicht echt, oder? Dammit. Ich muss gerade ausprobieren, was es... was gegen ihn hilft. Nein, ist es auch nicht. Wing wäre blöd. Zum Glück habe ich gespeichert. Was? Ich wäre wahrscheinlich wieder bei der Hälfte rausgekommen. Also bitte, Leute. Ja? Seid nicht zu streng zu mir, ja? Ihr würdet es auch machen. Das, da verwette ich meine... Ich verwette gar nichts drauf, aber ich wäre mir sicher. Ja. Früher hatte man das zwar nicht, aber jetzt sind wir im 20. Jahrhundert da. 21. Jahrhundert, was rede ich hier? Nein, was? Was soll dann gegen ihn helfen? Das tat ich noch nicht. Muss ich auf was Bestimmtes zielen? Ach nein, es ist schon wieder... Das ist wie bei Mosra, oder? Ich muss den Punkt treffen. Ja. Ich muss den... So. Ich muss genau auf den Punkt zielen. Okay. Gut. Ist es dann vielleicht doch die Dive? Ah, ich habe doch Energietank. Ich habe schon Energietank voll hier. Zwei Stück. Aber ich verwende es. Gut. Mein Haar bis Lingyan, dann will ich zum Mega-Opa. Schön. Upp. Na, also die Waffe ist es nicht. Pharao hatte ich noch. Nee, nicht.
Ich glaube, es ist die Drill Bomb, oder? Es ist, glaube ich, die einzige Waffe, die wirklich bringt. Was bringt? Soll ich denn schon nehmen, den Energietank? Ich mach lieber, bevor ich hier abgemuxt werde. Achso, da habe ich mich getäuscht vom Blickwinkel her. Okay, zumindest. Läuft gut, aber ich glaube nicht wirklich, dass es die richtige Waffe ist, oder? Gibt mal einen schönen Knalleffekt, aber sonst. Aber ausweichen wird besser. Okay, probiere ich halt weiter mit dem Mega Buster. Es ist einfach nur der Mega Buster, hä? Au, verdammt. Oh. Man kriegt es auch mit dem Mega Buster hin, Leute. Also falls ihr es selbst versuchen wollt. Ah, verdammt. Das sieht doch gut aus und... Ah, ich bin übervorsichtig und deshalb verschwende ich hier diese. Ja, das ist halt meine Art. Ich sage euch, ich wäre hier noch mal gestorben. Ja, hier wäre ich tot. Und ein aufgeladener Schuss, um es zu beenden. Jawohl. Yes. Ich komme zu dir hin. Das ist jetzt mein Platz. Mein Palast. Mein Platz. Haut ab, alle. Ja, ja, alle bösen Roboter. Haut ab. Das ist mein Haus. Mein Haus hier. Okay. Wily, du lässt nach. Diese Roboter sind zu schwach. Okay. Davor kommt noch ein Level, oder? Nein. Aber danach kommt auf jeden Fall noch einer. Hey. Gut, aber noch meine Energie. Danke, das ist schon mal gut. Einmal. Dann haben wir ein Leben. Was sollen wir aufladen? Trill haben wir gar nichts mehr. Brauchen wir die anderen Sachen wahrscheinlich. Tod eher nicht. Vielleicht das wahrscheinlich eher. Und das Leben. Gut. Ob ich wohl noch wieder hinlaufen muss, wie beim dritten Teil? Schauen wir mal. Ja, es sieht danach aus. Super, dass mich auch einer warnt. Oh. Kunstvoll, ja. Na, ich hau einfach ab. Die brauche ich nicht unbedingt. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Das mache ich noch in den Part rein. So, halt ab. Zip. Okay. Es geht aber nicht gleich los. Oh mein Gott, das habe ich total vergessen. Jetzt kommen ja wieder die Big Eight. Wie konnte ich das vergessen? Moment mal, Dr. Wily. Stimmt, das war ja vorhin die Roboter von Korsak. Also, meine Lieben, hier beende ich den Part. Ob es nun zu Dr. Wily geht oder doch zu den Big Eight, was aber ja doch nicht passen wird, weil das ja die Roboter von Korsak waren, werden wir im nächsten Part sehen. Seid gespannt, wie es hier weitergeht beim nächsten Part von Let's Play Mega Man 4. Ich bin euer 93 Shovo and I love to entertain you. Tschüss. Und goodbye.